Die Kehrseite des industriellen Fortschritts zeigt sich in den unkontrolliert wachsenden Fabrikstädten. Arbeitslose Frauen auf den Straßen, hungernde Kinder, die sich um Essen balgen, Kellerlöcher als Wohnungen, unbeheizt und überfüllt. Ein Leben am Existenzminimum. Für den Waliser Robert Owen, Leiter einer Textilfabrik in Manchester, sind die arbeitenden Menschen die Verlierer des Fabriksystems. Erbarmungslos ausgebeutet, ohne jegliche Bildungschancen und Lebensperspektiven. Robert Owen sah, dass dies nicht nur für den einzelnen Menschen, sondern für die ganze Gesellschaft schädlich war. Im neuen industriellen Zeitalter zu leben und die neuen Technologien und ihre Vorteile zu nutzen, dürfe nicht auf Kosten der Arbeiter geschehen, die diesen Wohlstand erst produzierten.